Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines, Green Cities, Meistern sind und Co. hier bei Heisenberg zockt. Guck mal, unser neuer Kanal. Jo, den gibt's immer noch, wunderbar, obwohl jetzt schon wieder 3 Vertage zwischen dieser und der letzten Aufnahme liegen. Herrlich, wie beständig solche Spiele sind. Wenn man den Speicherstand vernünftig angelegt hat. Ja, also da können wir nicht mehr viel machen, außer, ja, was ich eigentlich eh schon gesagt habe, nämlich, dass wir hier eine Fährlinie entlang ziehen. Das würde ich gerne jetzt mal kurz in Angriff nehmen. Jetzt sieht man aber hier unten, das stimmt hier immer noch nicht. Warum stimmt denn das nicht? Liebe Busse, was habt ihr für ein Problem? Weil es eine Brücke ist. Ach, jetzt. Aha, okay, alles klar. Ich begreife es. Denn auf Brücken funktionieren die Bushaltestellen nicht. Aber man sieht, sie halten eigentlich an. Ist auch noch interessant. Das gucken wir uns mal kurz an. Was können wir da tun? Wir können, Moment, erstmal zu den Bussen gehen. Da wären wir eigentlich. Dann das Teil hier nehmen. Und jetzt müsste man die doch verschieben können. Wo ist denn die Linie hier? Gar nirgends. Die Linie funktioniert eben nicht. Deswegen ist sie nicht eingezeichnet. Ich möchte keine neue Linie machen. Ich möchte die Teile weg haben. Jetzt geht das wieder los. Das geht eben nicht. Das Problem hatten wir tatsächlich schon mal. Ich möchte jetzt aber eine Fährlinie machen und nicht hier irgendwie Buslinien rum doktoren, wenn es nicht funktioniert. Vor allem, sie halten ja an. Warum dann das Zeichen nicht weggeht, weiß ich leider auch nicht. Was kann man da tun? Man kann mal kurz Pause machen und das Ganze abreißen. Dann müssten eigentlich die Haltestellen auch weg sein. Sehe ich das richtig? Wir gehen hier mal kurz raus. Machen wir kurz Kollege Backer schnappen. So. Nee, die gehen eben auch nicht weg. Dann sind die da. Wisst ihr was? Den Bug hatten wir doch schon mal. Irgendwo hier hinten. Und dann musste ich im Prinzip nochmal alles bis dahin neu spielen, damit diese Zeichen weg sind. Bitte tut mir das nicht an, dass das jetzt hier auch so ist. Das würde mir gar nicht gefallen. Machen wir das auch noch weg und dann gucken wir, ob wir vielleicht die Straße hier ebenerdig zumindest bis hier hinkriegen. Arg. Nicht, dass das jetzt... Ach, bitte nicht. Ich möchte nicht dieses blöde Zeichen die ganze Zeit haben. Passt das mit der Straße? Wir gucken mal. Ja, müsste ungefähr passen. Und jetzt hier oben rein, das würde auch passen. So, jetzt wären die Bushaltestellen eigentlich wieder auf dem Boden. Das müsste euch doch gefallen, wenn wir laufen lassen. Ja, jetzt müssen wir einfach wieder die Geduld haben wahrscheinlich, dass das halt einfach wieder ein paar Minuten dauert. Aber ich glaube, das müsste jetzt tatsächlich funktionieren und auch so berechnet werden, dass das dann eben... Ah, hurra, okay, ich dachte schon, oh Gott, ich kann gleich wieder aufhören und die letzte Folge nochmal neu rekonstruieren, dass wir das nicht haben und es dann anders machen. Aber ich glaube, das war jetzt gar nicht so schlecht mit Abreißen und Brücke neu machen. Die sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus. Aber, ja, was wollen wir machen? Ist auch im Prinzip die falsche Straße. Ist nicht die gleiche Straße wie hier. Aber das würde ich mal bleiben lassen. Das ist, denke ich, kein Thema. Wobei, man könnte kurz gucken. Wir haben wieder Nachfrage. Kein Wunder, wenn wir hier so lange rumdoktern. Da brauchen wir mal das Teil. Wenn ich jetzt hier, keine Verbesserung möglich. Ich müsste wissen, was das hier für eine Straße ist. In die Richtung könnte ich es verändern. Seht ihr das? In die Richtung geht's nicht. Das ist eigentlich schade. Ja, gut. Wisst ihr was? Wir lassen es. Oder soll ich nochmal schnell gucken? Was ist das denn für eine Straße? Das ist aber irgendwie so eine. Beziehungsweise im Moment. Ist das nicht sogar so eine? Ich mach mal. Jawohl. Okay, dann haben wir es. Jetzt fängt dann das hier unten an zu blinken, weil wir hier die Straße geändert haben. Dann aber Halleluja im Quadrat. Nee, nee, das passt jetzt. Sieht doch eigentlich relativ cool aus hier mit den Brücken. So richtig, ja. Belebt. Hier überall Brücken, da Züge und so weiter. Nett. Und vor allem, das funktioniert jetzt auch wieder. So. Gut. Also, Fähren. Wobei, kommen die hier lang? Da sind die Brücken ein bisschen tief. Kann das sein? Wir müssten vielleicht den Fährhafen hier hinstellen. Das wäre aber auch kein Drama. Dann sind wir halt nicht am See. Dann sind wir halt hier. Weil sonst die Brücken nochmal kappen. Ich muss mal gucken. Wir schauen mal bei den Fähren nach. Seid ihr die Fähren? Nein, ihr seid die Schiffe. Dann haben wir hier, genau, den Fährweg. Den müssten wir mal machen. Der ist eh schon eingezeichnet. Schaut euch das mal an. Sehr schön. Das passt also schon. Da könnten wir schon die Linie machen. Jetzt müssten wir nur hier oben irgendwo einen Fährhafen machen. Eine Fährhaltestelle. Eine ganz normale, würde ich da sagen. Fährkai. Was haben wir hier? Fähr- und Busknoten. Genau. Wir machen mal das Teil. Ist das groß? Nö, das passt sogar hier hin. Wo macht der Sinn? Der macht eigentlich überall Sinn. Wir müssen dann einfach noch eine Straße hinkriegen. Hier unten ist ja genau dieser Sand, dieser Sandstrand. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie ein Fährhafen. Wäre schade. Und hier kommen wir nicht weiter, weil wir die Kachel nicht haben. Wie wäre es hier hinten? Das wäre doch eigentlich, das wäre glaube ich gar nicht schlecht. Wir machen dich hier hin.
Das müsste doch zu schaffen sein. Dass man da hinkommt, werden wir gleich sehen. Wenn wir das hier nehmen und hier einmal nach hier vorne ziehen. Wir können das auch ein bisschen kurviger machen. Machen wir mal so und da rein. Und ja, das passt auch schon. Die Linie fehlt natürlich noch. Jetzt werde ich aber zuerst kurz zu den Straßen wechseln, damit wir das noch anschließen können. Schaut mal, das passt ja perfekt. Da kann man einfach so ein Teil nehmen. Wir müssen hier noch auf die Kurve gehen. Ja, es ist ein bisschen zu kurvig. Wie sieht so aus? So ist besser. Geht aber nicht. Aha, müssen wir eben doch die Kurve nehmen. Dann funktioniert es. Sehr schön. Hier könnten wir gleich mal noch ein paar Wohnungen einzeichnen. Wenn wir gerade da sind, natürlich dünn besiedelt, ganz klar. Wir hätten auch Gewerbe hinstellen können. Wisst ihr was, hier machen wir Gewerbe hin, weil, ja, das Ding da macht doch noch ein bisschen Krach. Auch wenn sie kein Wasser haben, lärmen können sie trotzdem. So, machen wir das so. Wohnungen und so weiter machen wir nachher dann eh noch mehr. Jetzt müssen wir schnell schauen, dass sie auch ein Wässerchen haben. Obwohl sie ja direkt am Wasser gebaut haben, haben sie eben trotzdem keines. Ja, das machen wir da oben hin und das passt dann auch. Jetzt fehlt aber noch die Linie, haben wir gesagt. Da gucken wir schnell, wo wir hin wollen. Hier unten hätten wir einen weiteren Hafen. Ich würde mal sagen, von hier, hier rauf, zack und wieder zurück. Zack, Linie abschließen. Okay, dann hätten wir gerne noch eine zweite Linie. Das wäre dann hier, neue Linie hinzufügen. Das geht dann hier runter und dann in die Richtung. Und dann wollen wir hier unten anhalten. Zack. Ganzen Spaß wieder zurück. Und zack, wieder hier rein. Und dann haben wir das nämlich auch schon. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das müsste passen. Wenn jetzt hier vielleicht tatsächlich... Jetzt wird es schon wieder dunkel. Was haben wir denn für ein Tempo hier? Geschwindigkeit normal. Okay, warum ist es denn jetzt schon wieder 19 Uhr? Irgendwie eben. Die Nächte, die dauern 10-mal länger wie alles andere. Hm. Bist du gerade unterwegs zu uns? Nein. Guckt euch das mal an. Eine ganze Armada ist hier unterwegs. Vielleicht ist da jemand, der hier rechts fährt. Wobei, ich frage mich schon ein bisschen, kommen die hier überhaupt hoch? Können die aufwärts fahren, die Schiffchen? Wir werden es gleich wissen. Wir harren mal ein Momentchen aus. Von hier oben kommt ja keiner. Nein. Wie die dann hier durch die Brücken durchkommen, das würde mich auch interessieren. Ich glaube, die fahren da einfach durch. Mal gucken. Fährst du links? Nein, falsch. Fährst du geradeaus? Nein, falsch. Fährst du hier rauf? Ah, come on. Ihr wollt doch nicht alle überall nach da hinten. Du? Ja, klar doch. Ich kann ja auch schneller stellen. Aber dann verpasse ich dann den, der da tatsächlich rauf fährt. Der guckt nochmal. Echt jetzt? Alle von euch müssen hier in die andere Richtung. Ob das überhaupt funktioniert, dass die hier rauf fahren? Ich weiß es nicht. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nein. Die Fährlinie machen, den Weg machen und so weiter. Das haben wir alles gemacht. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich habe das Gefühl, es könnte tatsächlich sein, dass das nicht funktioniert, weil sie hier nicht langkommen wegen der Brücke. Aber dann sollte eigentlich auch die Linie nicht eingezeichnet sein, finde ich, denke ich. Wir warten jetzt mal noch mal ein Momentchen. Wir haben ja Zeit. Es herrscht keine Eile. Auch wenn die Musik gerade ein bisschen dramatisch ist, das ist wieder diese Playlist. Ich habe mal wieder was anderes ausprobiert. Jetzt sind wir irgendwie bei der Komödie gelandet, bei der amerikanischen, was die Musikuntermalung angeht. Das schwankt auch ein bisschen von Handymusik bis hin zu ganz netten Klängen. Oh lala, da haben wir einen von uns. Halt, ich muss Pause machen. Wo war Pause? Hier unten. Wir wollen mit einsteigen. So, dann sehen wir zwar nicht, ja gut, wir knallen Boeing selber gegen die Brücke. Das ist auch in Ordnung. Aber man sieht, die Schiffchen schaffen es tatsächlich auch aufwärts. Das ist doch schon mal beruhigend. Abwärts wird dann sowieso gehen, da müssen sie ein bisschen die Bremse ziehen. Ach, jetzt kommen alle. Ja, klar, jetzt wo wir den einen gefunden haben, jetzt wollen alle hier hoch. Der hier hat wahrscheinlich Pionierarbeit geleistet. Sprich, war der Erste, der sich hier zur Verfügung gestellt hat für dieses Aufwärtsfahrexperiment. Ja, auch schön hier bei Nacht. Selbst wenn die Häuser natürlich nicht so hoch sind wie da hinten, also wie da... Sieht trotzdem auch nett aus. Richtig schön abendlich halt das Ganze. Und das hier, das klappt definitiv nicht. Da fahren sie, glaube ich, tatsächlich durch. Rums. Ja, können wir nichts machen. Wir könnten jetzt natürlich, klar, die ganzen Brücken kappen. Wir steigen mal schnell aus und schauen mal, wie das hier unten aussieht. Ja, es ist halt, wie es ist. Also wir könnten natürlich die ganzen Brücken kappen und die höher ansetzen. Aber hier dann wieder in dieses Dreieck reinkommen, das ist alles nicht so wirklich cool. Ich würde sagen, wir lassen es mal, weil...
Das sehen wir relativ selten. Und das ist natürlich im Prinzip ein Fehler vom Spiel. Das muss man auch sagen. Weil diese Brücken, das sind glaube ich keine gemoddeten, wenn ich mich täusche. Das sind ganz normale Brücken, wie sie halt sind im Spiel. Und da müsste das Spiel ja schon bedacht haben, dass das nicht funktionieren kann. Dann hätte die Linie nicht funktionieren dürfen, bevor wir die Brücken erhöhen. Also von daher, ja, sagen wir mal so, das Spiel gibt uns die Erlaubnis, das so zu machen. So, die Fähren haben wir auch und wir haben Nachfrage. Deswegen werden wir uns mal darum wieder kümmern. Wir haben 3 Millionen. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Jetzt machen wir mal das, was schon länger geschrieben wurde in den Kommentaren. Nicht beim Budget, sondern bei den Richtlinien hätten wir das. Nämlich, dass wir Dingens machen. Sobald ich es finde, da, kostenloser Nahverkehr. Das wird uns zwar Geld kosten, dafür, ja, keine Ahnung, durch Ticketverkäufe. Dafür sollte das den Verkehr ein bisschen lösen. Und zwar überall. Das ist jetzt eine städtische Richtlinie, nicht hier von einer von diesen Dingens. Ja, lassen wir mal so. Kein Strom, bla bla bla, lassen wir alles auch. Nein, Spiel fortsetzen. Ich bin noch lange nicht fertig. Okay, das würde passen. Hallo Empire State Building. Ich dachte jetzt auch gerade, jetzt müssen wir halt ein bisschen natürlich die Finanzen im Auge behalten. Wenn wir jetzt hier rapide runtergehen mit den Finanzen, werden wir da wieder das Ganze ändern. Ich wollte eigentlich noch sagen, eben, dass das stark den Verkehr bremst. Oder das sollte zumindest passieren, wenn man eben kostenlos Zug fahren kann etc. Ist das eigentlich auch klar. Hier haben wir dann einen kleinen Knoten. Aber sie fahren eigentlich immer noch relativ gut. Und man sieht, das sind alles Personenzüge. Das haben wir also soweit, glaube ich, im Griff, dass hier eben nicht die Güterzüge sich mit den Personenzügen die Gleise teilen. Hier haben wir ein Müllproblem. Wenn wir hier mal schauen bei Kollege Müll. Eigentlich wäre es grün. Und von der Kapazität her reicht das eigentlich auch immer noch. Wir haben hier das Doppelte, dass hier keine Punkte sind. Das sage ich, glaube ich, jedem zweiten Video. Dass man hier nicht eine bessere Trennung hat, dass man sieht, dass das 206.000 sind. Auf den ersten Blick weiß man nicht, ob das 2 Millionen sind oder 200.000. Hier mit so einem Apostroph hier oben wäre das ersichtlicher. Und das hier sind aber 500.000 eben. Dann haben wir das Doppelte von dem, was wir brauchen. Dann würde ich sagen, wir lassen das mal, weil, ja, da müsste halt mal Müllwagen hin. Wir sind, glaube ich, beim Budget. Bei dem Müllwagen eh oben. Ja, 150%. Und zwar am Tag wie in der Nacht. Das heißt, das lassen wir einfach mal für den Moment so stehen. Irgendwas war noch mit Idefixhausen in den Kommentaren. Dass sich Idefixhausen irgendwo anschließen soll. Wenn ich jetzt noch wüsste, was das genau war. Also ich wüsste nicht, wo man die noch anschließen soll, weil die haben Zugang zur Autobahn. Relativ einfach hier runter und da rein. Und ansonsten, ja, was soll man hier noch anschließen? Bahnhof haben sie auch hier hinten, den Güterbahnhof. Wüsste ich jetzt nicht, was man hier noch anschließen sollte. Bitte vielleicht nochmal in die Kommentare schreiben, falls ich jetzt irgendwas vergessen habe. Falls sie irgendwie dann doch nicht angeschlossen sind. Was war hier oben? Haben wir hier eine, was haben wir denn jetzt wieder hier? Nein, nicht schon wieder dieses Zeichen. Was habt ihr für ein Problem? Moment, ich möchte hier... Nee, ich möchte diesen hier. Nein, ich möchte nicht diesen hier. Ich möchte... Moment, ich hab's gleich. Jetzt. Luko Train Station. Haben wir hier nicht Linien und so weiter installiert? Da kommt ein Zug. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Wir schauen mal. Dieses Zeichen, das gefällt mir nie. Weil es jedes Mal Probleme gibt. So, wo haben wir die Eisenbahn? Nein. Bist du die Eisenbahn? Steht ja hier oben angeschrieben. Straßenbahn. Hier ist die Eisenbahn. Zug. Okay. Was passt denn da nicht? Das ist doch eigentlich okay. Haben wir irgendwas nochmal abgerissen, was wir da nicht wieder angeschlossen haben? Nein. Ich weiß nicht, was da nicht passen soll. Ist mir ein Rätsel. Wenn ich dich wegnehme, dann ist wahrscheinlich die ganze Linie weg. Sehe ich das richtig? Ich brauche nicht den Bahnhof. Ich brauche das Teil hier. Okay, wegnehmen geht natürlich wieder nicht. Das Problem, jetzt geht's. Das Problem kennen wir. Jetzt sind sie unglücklich. Okay, oder habe ich da irgendwie eine Linie nicht fertig gemacht? Kommst du jetzt nicht mehr weg? Unterwegs, doch, der tschechische Railchat ist unterwegs. Ich weiß nicht, habe ich da jetzt was verdattelt? Weil, was war denn die Grundidee? Eigentlich sollten die Züge von hier schon an jeden Bahnhof ran. Moment. Linie, jetzt haben wir eine. Die führt da lang. Okay. Und dann sollte sie eben... Ach nee, das geht gar nicht. Ich wollte gerade sagen, dass sie hier noch lang geht. Wobei, da haben wir ja auch noch ein Gleis. Oh, jetzt sehe ich's. Das haben wir gekappt. Das haben wir gekappt beim Bau des Kanals. Aha, okay, alles klar. Wir müssen dieses Gleis noch zurückgeben. Das muss in irgendeiner Form hier noch rein.
Beziehungsweise, dass man eben von hier oben hier runter kann. Und da müssen wir die Linie nochmal schnell machen. Das hatte schon alles seine Logik. Da kommen wir rein. Bringt das was? Ich glaube ja. Wenn man da so guckt, doch nach da oben bringt es was. Dann kann man nämlich hier lang, hier unten durch, hier rüber, hier wieder rein und nach da unten. Okay, wir brauchen nochmal die Linien. So, würden gerne von hier. Neue Linie, hier runter. Hier rein. Jetzt muss ich aber genau gucken, wo wir rein wollen. Boah, ich würde mal sagen, hier, das passt. Und wieder zurück mit dem ganzen Spaß und Linie abschließen. So, jetzt haben wir es wieder. Sehr schön. Bin ich beruhigt. Gut, jetzt ist auch schon wieder hell. Jetzt könnten wir hier eigentlich, damit wir eben nicht gleich wieder nachts haben, mal nochmal zurück mit der Geschwindigkeit. Das ist ja nur die Geschwindigkeit vom Tag-Nacht-Wechsel und nicht die Geschwindigkeit des Spiels. Schön, sie fahren, wackeln und tun und knallen überall mit ihren Dingens da gegen die Brücken. Wunderbar. So wie es gedacht war. Also, Nachfrage. Wohnungen. Sollen wir hier hinten mal noch ein bisschen weiter siedeln? Oder sollen wir halt hier oben weiter siedeln? Das ist dann die Frage. Da haben sie jetzt aber doch noch ein paar höhere Häuser hingestellt. Ist ja tatsächlich dünn besiedelt? Ne, hier haben wir dick. Dicht, nicht dick. Dann haben wir es so gesagt im Rücken von denen, dass da wieder dicht besiedelt ist. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Wisst ihr was, wir ziehen mal hier noch was runter an Wohnungen. Und zwar gerne auch wieder dicht besiedelt, weil es eben im Rücken ist. Ich hätte gerne mein Gestrüpp. So, alles hier runterziehen. Nach da. Und hier machen wir das gleiche auch noch. Wow, ausgerutscht. Ich bin wieder mit der Maus ausgerutscht. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Aber warum soll ich das nicht gleich als Zeichen nehmen? Dass hier halt auch Wohnungen entstehen sollen. Okay, und hier machen wir noch ein bisschen dünn besiedelt an Gewerbe hin. Gut, habt ihr Wässerchen? Jawohl, das passt. Strom gibt's automatisch. Und sie bauen auch schon gleich wieder wie die Wilden. Das ist klar, wir hatten eben die Nachfrage. Die geht jetzt aber natürlich auch runter. So, Industrie hätten wir auch noch. Was haben wir denn hier hinten? Da haben wir Gewerbe angesiedelt. Also, große Probleme solltet ihr nicht haben, von wegen Arbeiter. Irgendwie, wir haben hier überall eigentlich Wohnungen. Hier kann man mit der Fähre hinkommen. Was ich eigentlich auch noch gucken wollte, haben wir hier oben irgendwo die U-Bahn? Haben wir das in der letzten Folge gemacht? Kann das sein? Ich wollte das mal noch machen, aber ob wir das haben? Die U-Bahn war... Bist du die U-Bahn? Sieht man nicht. Muss ich tatsächlich draufklicken? Das sind die Züge. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche, wie gesagt, die U-Bahn. Warum sieht man das nicht, wenn man darauf klickt? Straßenbahn. Jetzt haben wir alles gefunden. Nur nicht das, was wir gesucht haben. Nochmal Straßenbahn? Nochmal falsch geklickt. Come on. Hier gucken. U-Bahn. Jetzt haben wir es. In grün seid ihr unterwegs. Okay, wenn man hier guckt. Hier ist eigentlich weit und breit nichts grün. Hier ist es grün. Wisst ihr was? Die brauchen natürlich noch eine U-Bahn hier oben. Die kriegen sie. Wo machen wir die hin? Vielleicht eher hier hinten? Oder dann doch eher hier unten Richtung... Ja, beim Fährhafen brauchen wir sie nicht. Beim Fährhafen bräuchten wir eher etwas, was die Leute hier in die Stadt reinbringt. Aber da haben wir E-Busse. Da müssen sie 2-3 Meter laufen. Das ist eigentlich in Ordnung. Ich würde mal hier noch die U-Bahn hinmachen. Moment, das ist die große. Das ist eine andere, halt eine gemoddete. Das hier wäre, glaube ich, die kleine. Wir nehmen mal die. So, wir wirklich einen kleinen Fleck haben. Röhre. Wo wollen wir rein? Ich würde mal sagen, irgendwo hier unten. Und damit wir hier nicht rüber müssen, weil da ist wieder der Kanal. Das würde zwar, glaube ich, funktionieren. Der ist ja eigentlich relativ flach. Wir müssen einfach tiefer unter die Erde. Bringt denn das was, wenn wir jetzt hier lang gehen? Dass wir da reingehen, das würde eigentlich funktionieren. Dann kämen wir eigentlich aber nur in die Richtung. Und zwar nicht eigentlich, sondern tatsächlich. Das klappt so auch nicht. So klappt's, da kommen wir rein. Wir machen das mal. Zack, angeschlossen. Jetzt müssen wir aber in die Richtung eben auch noch. Das heißt, wir gehen hier mal raus und gehen jetzt hier aber entsprechend runter. So viel wie wir können. In der Hoffnung, dass es dann reicht. Reicht nicht. So wird es, glaube ich, reichen. Ja, so kämen wir rein. Bringt uns das was? Ja, dann können wir eine Kurve machen. Wo ist denn gleich nochmal unser U-Bahn-Dingens? Da oben. Da müssen wir hier halt zu einer ordentlichen Kurve ansetzen. Machen wir mal. Machen wir doch gleich mal die Kurve. Aha, jetzt geht's nicht mehr, weil ich wieder rausgetappt bin. Ach, wie doof war das denn? Ich brauche die Röhre. Nö, jetzt geht's nicht mehr. Nein. Moment, ich muss nochmal ein Stück abreißen. Dann müsste es funktionieren. Röhre.
Ja, jetzt geht's wieder. Röhre und Kurve und dann hier oben rein. Das muss allerdings nicht ganz so schwungvoll sein. Wenn man das mal so, den hier hoch und dann hier rein. Zack, passt. Gut, dann bräuchten wir natürlich auch hier die Linie. Das wäre von hier, hier runter und dann hier unten rein. Haben wir hier nicht eine U-Bahn? Doch. Haltestelle hinzufügen. Okay, hier oben. Moment, wo war es denn gleich nochmal? Weiter oben, hier. Abschließen. Dann neue Linie hinzufügen. Einmal hier runter und dann eben hier lang. Und dann irgendwo hier unten in eine U-Bahn-Station rein. Ich gucke gerade, kommen wir da hin? Haltestelle hinzufügen steht da. Wenn wir hier, ach, dann können wir da lang. Okay, wir könnten aber auch hier runter. Das wäre dann eine relativ lange Strecke. Machen wir mal. So, einmal quer durch die Map durch. Wieder hier rauf, Linie abschließen. Okay, das wäre, denke ich, soweit auch mal okay. Und schau an, sie haben doch schon ordentlich was hingestellt hier an Häusern. Wunderbar. Schule und Co. haben wir hier, glaube ich, gemacht. Von wegen Polizei, Feuerwehr und was wir sonst noch alles haben. Das ist alles bestens. Das können wir also so laufen lassen. Jetzt haben wir ja noch Nachfrage weiterhin nach Industrie. Hier oben möchte ich eigentlich nicht unbedingt Industrie. Wo haben wir denn noch was? Ach so, hier möchte ich keine Industrie. Ist gut, hier haben wir ja das ganze Erzvorkommen. Und guck mal, jetzt bauen sie hier unten auch. Schau mal noch in den Kommentaren, dass ich wahrscheinlich genau aufs Erz raufbauen muss, tatsächlich, damit da was klappt. Aber schaut mal, das sind alles auch Industriekollegen. Also Industriekollegen, ich meine Erzkollegen. Uran. Was ist das denn? Ja, das funktioniert also schon. Aber ich würde auch sagen, wir ziehen hier nochmal eine Straße durch. Das wäre schon nötig. Wenn man hier guckt, beziehungsweise hier. Ja, hier haben wir das ganze Erz. Wir brauchen hier nochmal eine Straße. Machen wir das. Wir müssen ja nicht gleich eine 10-spurige nehmen. Wir nehmen was Kleineres. Das geht so hier raus. Zack. Ich hoffe, dass hier dann tatsächlich gebaut wird. Nicht, dass wir da im Prinzip sozusagen Platz vergeuden. Ja, aber da müssen sie schon bauen. Wir werden es rausfinden. So, da wieder rein. Es ist halt, man sieht es ja hier an den Feldern. Sie können da nicht viel machen, weil das halt einfach abschüssig ist. Aber ja, ein bisschen was stellen sie hoffentlich trotzdem hin. Wir zeichnen das jetzt mal fröhlich ein und schauen, was passiert. So, das hier auch noch. Da gibt es halt noch kleine Erzdinger. Erzelchen, sozusagen. Gut, Wasser habt ihr. Jawohl. Hier hinten auch. Nein, nicht überall. Dann verbinden wir das mal noch und sorgen hier dafür, dass sie hier auch Wasser haben. Okay, passt. Funktioniert. Ja, doch, guck mal, sie bauen was. Ja, ob das wirklich gut funktioniert, ich wage es zu bezweifeln, wir haben keinen Platz. Deswegen habe ich eigentlich die Straße eben außenrum gezogen, damit wir eben wirklich auch genug Platz haben. Aber tja, mal gucken, was wir machen. Jetzt ist ja die Nachfrage runtergegangen. Wohnungen wären jetzt wieder ein paar gefragt. Da könnte man natürlich hier hinten noch mal kurz was tun. Haben wir hier schon eingezeichnet? Ja, hier haben wir schon eingezeichnet. Dann würde ich das für den Moment mal lassen. Hier haben wir die Industrie. Da würde ich eher hier noch einen Riegel, ja, machen wir doch hier, oder dicht besiedelt sogar. Mal noch ein bisschen dicht besiedeltes Gewerbe hinstellen. Jetzt habe ich's. Und die Wohnungen. Hier kommt natürlich auch noch relativ viel hin dann. Also Platz haben wir ohne Ende. Wo fehlen Wohnungen? Hier hinten eigentlich. Hier müssen wir auch mal noch weitermachen. Gerne dicht besiedelt, das Ganze. So, und so wird natürlich nach und nach dann hier alles wachsen, 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 ohne dass wir da viel machen müssen. Okay, haben wir. Wasser müssten wir auch haben. Ja, knapp. Machen wir den mal noch. Und hier mal noch ganz kurz gucken. Wie sieht das aus mit Feuerwehr? Das ist okay. Krankenversorgung, naja. Machen wir hier mal noch so ein Teil hin. Hat noch keinen Platz, müssen wir da hin machen. Dann haben wir hier noch Notfalldienste, hatten wir schon gehabt, aber die Polizei fehlt noch, beziehungsweise die haben wir da vorne, das ist in Ordnung. Dann schauen wir noch kurz bei den Schulen. Berechtigt, Kapazität in Ordnung. Hier unten eigentlich auch, bei den Oberschulen eigentlich auch in Ordnung. Bei der Uni wird es dann langsam eng, da können wir dann bald schon wieder eine neue Universität hinstellen, würde ich vorschlagen.
Geld auch in Ordnung, obwohl wir jetzt alle gratis fahren lassen. Und zwar mit Bussen, Zügen und so weiter. Auch in Ordnung. Hier geht es auch vorwärts. Ja, das kann man eigentlich, denke ich, so laufen lassen. Und das würde ich dann auch tun. Und jo, in der nächsten Folge schauen wir mal, was es dann zu tun gibt. Wir haben noch mehr als genug zu tun. Hui, wenn man dann hier wieder mal ist, das sieht halt schon eindrücklich aus. Wenn man jetzt die ganze Zeit hier hinten war, wo es dann doch eher dünn besiedelt ist, das Ganze. Wow, da hinten ist eine richtige Metropole. Gut, danke liebe Freunde fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.